perfekt wird es eigentlich somit sein, von der Logik her. Wäre das schön diagonal, aber das juckt jetzt ja mal keinen, ne? So, 1, 2, 3, 4. Oh Gott, ist das jetzt doof hier. Warum leuchte ich? Warum baue ich sowas eigentlich? Ja gut, ich baue sehr gerne U-Bahnen. Was war das eigentlich, was ich erzählen wollte? Was ich gesagt habe. Das erzähle ich gleich. Habe ich gerade total den Faden verloren. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Naja, egal, passiert. Warte, das. Ja, die sind oben und die anderen sind unten. Alter, das ist voll verwirrend. So, die Fackel hier muss weg. Na gut, ich glaube, wir haben hier genug Licht. Letztendlich. Ich hoffe es. Ich brauche mehr Fichtenholz. Warum seht ihr gleich? Noch. Hoffentlich. Ach, warte mal. Ich mache den Keystone noch nicht rein. Ich muss erst noch Redstone-Fackeln drunter platzieren. Mann. Ja, das ist doof. Das ist richtig. Das ist richtig. Das sieht aber so falsch aus. 1, 2, 3, 4. So, der da. Ja, ich weiß gerade nicht mehr, was ich sagen wollte. Das ist natürlich hervorragend. Aber. Ja. Vlogs kommen jetzt doch wieder, wann sie kommen. Und nicht irgendwie einmal pro Woche. Obwohl ich das eigentlich gerne mal probieren würde. Aber. Ja, Studium ist halt langweilig und ich will halt eigentlich nicht mein Studium filmen, weil ich das, ja, da arbeiten wir halt mit Eigentum von der Hochschule. Ich meine, es ist ja jetzt nicht gerade ein Geheimnis, dass ich Vermessung studiere. Und ja. Da gibt es halt manchmal Übungen. Und das ist eigentlich so ziemlich das einzige wirklich Interessante. Wo es sich, sage ich mal jetzt, aus inhaltlicher Sicht für mich, wie sagen würde, ja, das würde sich lohnen. Das gäbe genug Inhalt für ein Vlog. So, das Ding ist aber, dass ich damit Eigentum der Hochschule arbeite und damit halt diese Übungen durchführe. Und da will ich eigentlich nicht unbedingt, dass das so großartig rauskommt. Bei dem Event nächstes Wochenende wäre das ein bisschen was anderes. Da geht es nämlich primär nicht um meine Tätigkeit da an sich, sondern um das Event eher. Also wäre halt eher so der Inhalt. Das geplanten Vlogs, wenn ich da einen machen kann. Da ist nämlich das Problem, dass da dass das halt ein Ereignis ist, wo sehr viele Leute sind und ob ich da überhaupt filmen darf. Das ist halt auch die andere Dinge. Also halt auch das andere Problem. Weil man darf ja nicht einfach so überall filmen und das passt ja mal perfekt. Beziehungsweise es passt erst dann perfekt, wenn ich feststelle, dass das da mit dem Tunnelabstand von da vorne, wo ich immer noch ein Licht am Ende des Tunnels sehe, wieso auch immer das da ist. Ja. Auf jeden Fall muss ich da erstmal noch gucken, ob das da überhaupt funktioniert. Und ob ich da aus rechtlicher Sicht überhaupt ein Video von machen darf. Andererseits, ja, für mal den Prof wird es wahrscheinlich sogar freuen, wenn sich da jemand die Mühe macht, einen inhaltlich coolen Abschluss oder halt ein cooles Video davon zu drehen. Wo man halt auch sagen kann, hey, ja, das könnte man eventuell mal im Rahmen einer Vorlesung oder so halt quasi als Werbeveranstaltung, weil ja für dieses Event letztendlich jedes Jahr freiwillige Studenten gesucht werden müssen. Das eben dann quasi als Werbevideo dafür hernehmen könnte.
ob ich unter der Argumentation letztendlich aufnehmen kann oder sowas. Es ist halt alles, ja, ein öffentliches Event. Und da kann man jetzt aber nicht so einfach mal schnell das machen, wo man, was man am liebsten machen würde. So, so viel erstmal dazu. Und wo es aber sehr, sehr wahrscheinlich etwas geben wird, ist das Wochenende danach. Aber dazu sage ich jetzt noch gar nichts. Ja, dazu sage ich einfach mal noch gar nichts. Ende der Diskussion. Auch wenn es keine Diskussion war. Aber dazu sage ich noch gar nichts. Das soll mir dann eine Überraschung werden. Und eine Überraschung ist meistens erst dann eine Überraschung, wenn niemand weiß, worum es geht. Genau. So. Damit wären wir aber wieder an dem Punkt, wo ich rätsel, was ich am Anfang sagen wollte. Was heißt am Anfang? Das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder so eine kleine Zeit her, wo das war. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ich habe absolut keinen blassen Schimmer mehr, worum es ging. Vielleicht fällt es mir heute wieder. Ach ja, doch. Vielleicht war es das. Ich war ja beim Friseur, ne? Ist bestimmt noch nicht aufgefallen. Seit 4 Tagen jetzt. Die Aufnahme ist schon wieder dauert. Ich war beim Friseur und ich habe auch ein neues Profilbild. Ich glaube, das habe ich zwar schon erwähnt, aber ja. Ne? Ich habe ja das neue Profilbild. Das ist zwar eigentlich nicht wirklich neu. Das Bild ist schon über ein Jahr alt gewesen. Aber ich habe mir, als ich das gemacht habe, habe ich mir so gedacht, oh Mensch. Eigentlich hast du voll die geile Idee für das Profilbild. Also ich hatte ja schon mal angesprochen in dem Kamera-Info-Video, dass ich gerne ein neues Profilbild machen würde und dass ich da schon voll die geile Idee hätte. Für. Die Idee existiert immer noch. Das ist eigentlich ein Blick, wo ich entweder in den Bergen oder bei mir zu Hause auf dem Dach sitze, an der Kamera vorbei, in die Ferne blicke und dabei halt im Hintergrund der blaue Himmel zu sehen ist. Das wäre jetzt das Bild, wo ich gemeint habe, das würde ich ganz gerne als Avatarbild haben. Das Problem ist, die Idee ist eigentlich 1:1 geklaut von Holly, mit dem ich, als er bei mir zu Besuch war und das Videomaterial immer noch nicht in irgendeiner Form verarbeitet habe, hat. Schämlich, Holly. ja. Das hat er nämlich schon gemacht, als er bei mir war. Auf dem Dach gesessen ist und in die Ferne geguckt hat. Und ich glaube, ich habe das Foto dazu gemacht. Allerdings war es bei ihm für Instagram und nicht für, wie jetzt bei mir so ein richtiges Avatarbild. Weil so ein Avatarbild, das ist natürlich das, wo man sagen muss, ja, die Leute in den Kommentaren von YouTube zum Beispiel, die haben ja von dir, außer sie kennen dich jetzt doch zu, also sowieso schon von vorher, nur den Eindruck, den du auf diesem Avatarbild hast. Also sie kennen von dir in dem Moment nur dieses Avatarbild. Und das bist dann in dem Moment du. Und da hatte ich drinnen ein Bild, das zugegebenermaßen sehr gestellt würde, mit diesem rosa, lilanen, also mit diesem lila magenta Hintergrund war, wo ich ein sehr seltsames Gesicht gemacht habe, mit eigentlich einer ähnlichen Frisur, wie ich sie heute auch wieder habe. Ja, ist jetzt im Nachhinein betrachtet vielleicht irgendetwas merkwürdig, dass ich genau jetzt wieder so eine Frisur habe wie damals. Mit dem Unterschied, dass ich mir heute meine Haare hergerichtet habe. Ja, ja. Frisch geduscht und gleich mal wieder Haargel rein und danach ins Bett. Tolles Konzept, aber naja, gut. Nach einem Tag lang voller Gartenarbeit und Hecke schneiden will ich nicht ungeduscht vor die Webcam setzen und aufnehmen. Ich denke mal, das könnte verständlich sein. So, wie waren das jetzt? 6. So.
So, mit 60 habe ich dann genug Schienen. Ne, warte mal, ich brauche auch noch Redstone Pfeffer, ne? Mal 24 und sonst noch ein bisschen Redstone. Das war hier links. Boah, ich kenne mich in meinem eigenen Lager aus. Ein Wahnsinn. So, dann haben wir erstmal wieder vier Oh, Alter. Oh Gott. Okay. Wünscht mir Glück. Es gibt sie. Es gibt Speedschienen. Oh. Nein, du setzt dich wieder hin und. Eisen war hier unten. So. Ach du meine Güte. Das ist übrigens mit der Grund, warum ich eigentlich immer bei Höhlentouren der festen Überzeugung bin, dass ich die Schiene mitnehmen will. Genau aus diesem Grund. Weil ich es eigentlich nicht einsehe, Schienen zu craften. So, jetzt kommen wir erstmal das Eichenholz rein, dann nehmen wir das Sticks wieder mit. Und dann machen wir schon mal hier die Schienen fertig. So. De facto war ich mit dem alten Profilbild eigentlich unzufrieden, weil diese Hintergrundfarbe, die sich von meinem T-Shirt nicht wirklich abgehoben hat, das war einfach zu wenig Kontrast. Und da habe ich dann einfach mal so, hoppla, meine alten Handybilder durchgeguckt und bin bei diesem Foto hängen geblieben und habe mir dann in dem Moment gedacht, als ich das Foto gesehen habe, so, ey, daraus machst du jetzt mal dein neues Profilbild. Und da ist dann halt genau das entstanden, was ich hatte. Das habe ich dann auch zuvor an ein paar Personen geschickt, um Feedback mir einzuholen. Beziehungsweise halt um nachzufragen, hey, ist das so gut? Kann man das so anbieten? Und die waren alle total begeistert. Sogar meine Schwester hat gemeint, boah, das sieht geil aus. Meine Schwester hat zumindest ein bisschen Ahnung von Foto, also zumindest mehr als ich. Und da habe ich dann so zu Regime, ja, hat eine halbe Stunde gedauert. Und sie meint, wer macht denn eine halbe Stunde Fotos von sich selbst? Du bist eine Selfie-Queen. Der Gag dran ist, das Foto ist ewig alt. Also dieses Foto ist mindestens ein Jahr alt. Wirklich. Ich weiß nicht mehr ganz aus welchem Sinn das jetzt nochmal genau entstanden ist. Ich glaube einfach nur, ich wollte Babs ein Foto von mir schicken. Gerade in dem Moment. Und dabei ist dann das rausgekommen. Ja. Auf jeden Fall, die halbe Stunde war eigentlich nur in GIMP irgendwelche Effekte drüber klatschen und mal gucken, ob es geil aussieht. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Endergebnis ziemlich zufrieden. Im Prinzip. Muss ich wirklich sagen, ich habe selten es geschafft, dass ein Foto von mir so gut aussieht. Meine Mom fand das Foto jetzt aber nicht so toll. Die hat gemeint, es sieht aus wie aus einem Grusel-Horrorfilm. Oder so ähnlich. Den genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, sie fand es jetzt nicht so geil. Meine Schwester hat eben gemeint, boah, sieht voll geil aus. Der Kommilitone, der noch seinen Senf dazu abgegeben hat, als einziger, weil er als einziger die Nachricht um 00:30 Uhr nachts gelesen hat, als ich gefragt habe, ey, wie schaut denn das Foto eigentlich aus? Kann man das hernehmen?